auf der Seite 292 unseres Buches. Da gibt es ein paar Übungsbeispiele. Und zwar mal eine ganz einfache Geschichte. Hatten wir eigentlich auch schon fast gemacht, aber machen wir es nochmal zur Erinnerung. Ich schreibe mal die Aufgabe hin. Wir wollen von 0, EDV 0 bis 1, das Integral bilden über e hoch x minus 1 in Klammern dx. Macht's mal. Das mag ja alles gut und schön sein. Haben wir richtig gerechnet? Lass uns nochmal schnell ein ganz kleines Koordinatensystemchen malen und mal ungefähr skizzieren, wie das aussieht. Die e-Funktion, e hoch 0 ist 1, also geht so durch die 1 durch, die werden wir gleich sehen. Und hier habe ich auch eine 1. Und was ist e hoch 1? Hat man ja ausgerechnet, 2,718, ne? Das ist e selbst. Machen wir das mal, wenn hier 2 ist, 2,7 ist ungefähr hier. Brauche ich hier diesen Punkt und jetzt hier kommen wir anmarschiert. Und dann ansteigen abwärts, aufwärts. Jetzt gucken wir uns mal die Fläche an. Wir hatten ja gesagt von 0 bis 1, von hier bis hier. Das ist die Fläche hier, bis zur x-Achse. So, das sind also diese Flächeneinheiten. So, jetzt kann das hinkommen. Können 0,7 Flächeneinheiten hinkommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, und jetzt scheint doch was nicht zu stimmen. Guck mal hier, wenn ich 1 mal 1 nehme, habe ich schon 1 und dann noch was. Ei, wie kommt denn das? Wir dürfen nicht vergessen, die ganze Funktion, die heißt e hoch x minus 1. Oh, dann haben wir ja unseren Graphen falsch gemietzelt. Ja, dann müssen wir das alles nochmal wegmachen. Naja, es ist aber nicht schlimm. Nee, warte mal, das war mir zu viel weg. Ich lasse mal wenigstens das da. Na. So. Wenn ich mir diesen Graphen angucke, das ist der von e hoch x. Ich möchte aber e hoch x minus 1 haben. Heißt, ich muss alles um 1 nach unten zerren. Das heißt, ich muss mir hier eine Asymptote bei minus 1 basteln und alles parallel so verschieben, dass ich hier lang laufe. Das ist die echte Funktion. Hier, das wird zu werden. Das ist die richtige. Also, e hoch x minus 1, die wollen wir haben. E hoch x minus 1. Und wenn ich mir jetzt angucke von 0 bis und so weiter, dann sieht das schon gar nicht mehr so groß aus. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, 1 mal 1 ist 1, ja, und davon die Hälfte, ne, ungefähr, da es ein bisschen schicker nach oben ansteigt, ist es ein bisschen mehr als die Hälfte. Ne? 1 mal 1 wie ein Dreieck behandeln und dann ergibt sich etwas mehr. Ich gehe doch bis 1,7 hoch. Daher kommt das. Gut. An sich alles noch ganz einfach. Die Funktion, die könnte auch noch ein bisschen schwieriger aussehen. Kommen wir auch mit klar, das wäre nicht das Problem. Rein rechnerisch kommen wir mit klar. Ich hatte eben gerade den Tipp gegeben, wenn man die e hoch x-Funktion wenigstens aus dem Tafelwerk sehen kann, wie die läuft, dann kann man auch parallel verschoben, in diesem Fall nach unten, um 1 nach unten, kann man sofort e hoch x minus 1 bilden und andere Funktionen davon ableiten. Also man braucht auf jeden Fall diesen Verlauf und wir hatten gerade festgestellt, etwas hoch x geht im Prinzip immer durch diesen Punkt, wenn nichts dahinter steht. Durch diesen Punkt 1. Denn etwas hoch 0 ist immer 1. So, gut. Nächstes Unterthema. Was passiert bei solchen Sachen? Flächen. Und die einander einschließen. Also Zwischengraphen. Wir wissen ja, das ist nichts weiter als Flächen voneinander abzuziehen. Das ist also nicht schlimm. Zwischengraphen und machen wir Y-Achse dazu, um das ganz korrekt zu sagen. Ich beziehe mich immer schön aufs Buch, da sind schöne Beispiele drin. Da hatte ich folgende Sachen gegeben, und zwar das eine hieß f von x war 2 mal e hoch 1 Viertel x. Und das zweite Ding war e hoch 5 Viertel x minus 1. Sieht schwieriger aus, als es ist. Und zwar, die Fläche war gesucht, gesucht war die Fläche zwischen den Graphen und der y-Achse von 0 bis 1 war das Intervall. 0 bis 1? Nee, geht ja gar nicht. Entschuldigung, ich habe mich gerade verguckt. 0 bis 1 ist Quatsch. Nee, von der y-Achse heißt von 0, das ist klar. Also y-Achse heißt von 0. Aber bis, und jetzt kommt die große Frage, bis zum Schnittpunkt.
bis zum Schnittpunkt. Das ist wichtig. So, und jetzt müssen wir die ganze Sache erstmal irgendwie, fangen wir mit der Lösung wie folgt an. Wir müssen den Schnittpunkt ermitteln. Also Schnittpunkt. Wie macht man es? Wenn ich das gleichsetze, die beiden, entscheide ich, wo kommt ein weniger rum? Auf welcher Seite sind die kleineren x, habe ich bei den früheren Jahrgängen immer gefragt. In diesem Fall, wo wird denn das geringere Ergebnis sein? Das ist links, also rüber damit. Und jetzt durch e hoch 1 Viertel x kann ich ersetzen als mal e hoch minus 1 Viertel x. Und jetzt kommen Rechenregeln. Wenn ich das also ausführlich hingeschrieben habe, gleiche Basen, die heißen nämlich e, dann kann ich die Exponenten zusammenfassen. Mal heißt die ganzen Sachen addieren. Nun jo, dann ist das 2, ist gleich e hoch 5 Viertel minus 1 Viertel ist 4 Viertel, also 1, 1x, also x minus 1 bleibt unberührt, diese minus 1. So, ich will aber x haben. Was mache ich? Na klar, auf beiden Seiten logarithmieren hilft. Wenn ich den Exponenten wegkriegen will wieder, dann muss ich das Gegenteil machen. Also das Gegenteil. Und jetzt nehme ich logischerweise, weil ich hier ein e stehen habe, nehme ich gleich den Logarithmus naturalis und bin in einer beneidenswerten Lage. Ich mache mal hier drüben weiter. Dann habe ich ln2 ist gleich ln und jetzt e hoch x minus 1. Einfach das alle ln davor schreiben. Ne, so wie man eine Wurzel auf beiden Seiten schreiben kann, kann ich das auch machen. Das bedeutet aber, ich lasse mal links ln2 stehen. Jetzt gucken wir uns das mal an, hier auf der rechten Seite hier. Der Exponent, der darf nach vorne wandern. Das ist eine einfache Schreibweise. Also darf ich schreiben, das ist x minus 1 mal in Klammern, ln e, ln e. So, wenn e pur dasteht, der Logarithmus naturalis von e ist, nochmal schnell zur Erinnerung, ich lösche das dann aber gleich weg. Wenn ich schreibe Logarithmus zur Basis 2 von 2 hoch 3, kann ich hier oben direkt sagen, ich kann den Exponenten ablesen. Der Logarithmus ist der Exponent, bezogen auf eine bestimmte Basis. Ja, jetzt schreibe ich auch noch so einen Quatsch. Ist 3. So, und wenn ich schreibe Logarithmus zur Basis e von e hoch 1, und wenn ich das nicht schreibe, ist es 1. Kann ich sagen, ja, hier, die Basen sind gleich. Na prima, ist 1. So, das mal weggewischt und hier angewendet. Heißt, hier steht ln2, das müssen wir so lassen, ist gleich x minus 1 mal 1. Das kann ich mir schenken. Das ergibt 1. So, ja, jetzt dürfte es nicht mehr so schwer sein. Ne? Wie mache ich jetzt weiter? Plus 1, ne? Ich will ja x haben. Also ln2 plus 1 ist x. Das kann man dann ausrechnen, das ist dann ungefähr tipp 1,69 oder so ein Kram. Und ausreichend gerundet. Wir wissen ja, das wird eine Riesenzahl ansonsten. Bis dahin klar. Jetzt kommt erstmal wieder die Frage, Leute, machen wir uns lieber zuerst eine Skizze, bevor wir einen ganz großen Schreck kriegen. Junge, Junge, die Striche sind ganz schön dick geworden. Bei dem neuen PC. 1, 2, 1, 2 und so weiter. Tja, wie zeichne ich den ersten Graphen? 2 hoch 1 Viertel x. Also 2 mal e hoch 1 Viertel x. Was macht man da? Und wer weiß, was mit dem anderen anzufangen? Da müssen wir uns jetzt mal drüber Gedanken machen. Also, wir haben uns jetzt mit e hoch 1 Viertel x auseinandergesetzt. Das Ding läuft ziemlich flach, aber e hoch 1 Viertel x, eine 0 für x eingesetzt, ergibt auch den Punkt 1 mal 2. Und jetzt kommen wir immer zur Orientierung, die e hoch x-Funktion, haben wir unseren ersten Punkt. Der nächste Punkt, jetzt sage ich, wir setzen mal eine 2 ein. 2 mal e hoch 1 Viertel mal 2 ist 1 halb, e hoch 1 halb. Macht meinetwegen einen Tipper mit dem Taschenrechner. Okay, 3,29 ungefähr. Man sieht schon hier, wenn ich die beiden schon alleine verbinde, das Ding wird wirklich flach laufen. Hier links ist mir jetzt wirklich Schnuppe, wie der läuft. Also das wäre 2 mal e hoch 1 Viertel x. Ne, sehr flacher Verlauf.
Wie gesagt, an der E hoch X-Funktion etwas orientieren, den Rest eintippen und wenigstens zwei, drei Punkte festlegen und wissen, dass das hier eine Kurve wird und keine Gerade. Jetzt kommt die andere, jetzt kommt E hoch 5 Viertel X minus 1, 0 einsetzen. E hoch 5 Viertel mal 0, also E hoch 0 minus 1 ist E hoch minus 1. Logisch? Wenn ich die 0 einsetze, E hoch minus 1 ist aber, gut, 4,48 wäre das bei der zweiten, also es wäre E hoch 5 Viertel x minus 1. Kann man einsetzen, ist überhaupt kein Problem. Notfalls in Klammern setzen, da hat man wenigstens mal zwei Punkte. Man weiß ja anhand der hellblauen normalen E-Funktion, dass die Dinger Kurven bilden. So, und jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollten von der Y-Achse, also von hier drüben, ne, von 0 ausgehend, bis zum Schnittpunkt. Und der Schnittpunkt, wenn wir gut gezeichnet haben, der lag ja bei rund 1,7. Ne, das passt zusammen, also hier. Hier der Schnittpunkt, hier XS, ne, da ist er ungefähr 1,7, haben wir gar nicht mal so übel gezeichnet. So, und jetzt, es geht um diese Fläche. So, heißt aber, wir müssen erstmal von dem einen, von dem ersten, die Fläche bis runter bilden und dann die zweite Fläche abziehen. Die zweite Fläche, die sich darunter versteckt, nochmal wieder abziehen. Also die ganze Fläche minus die Fläche unterm roten ist die grüne Fläche. Und das ist letzten Endes nur Schreibarbeit. Dazu halte ich das Video an, also stellt mal die entsprechende Flächenfunktion auf. Ich erinnere, man schreibt zuerst mal, das ist das, minus das und so weiter und setzt dann entsprechend ein. Nochmal als Hinweis, also es lohnt sich immer vorher klarzulegen, was ziehe ich von wem ab. AF minus AG. Da wir wissen, dass wir die Integrale auch insgesamt bilden können und voneinander abziehen können, kann man es auch so machen, dass man sagt, hier die Grenzen reingeschrieben und ich nehme f von x minus g von x, ne? AF minus AG. Ich könnte auch AF einzeln ausrechnen, durch integrieren und dann AG einzeln ausrechnen und dann die Integrale, also die Ergebnisse voneinander abziehen, kann ich auch machen. Wer sicher gehen will, macht es mit einzeln. Wer sagt auch, naja, wird schon gut gehen und ausklammern und so weiter, kann ich, der macht es auf einen Schlag. Also pures Einsetzen. So, wir haben es mal mit der schnelleren Variante gemacht. Achtung, die innere Ableitung ist ein Viertel. Ich muss durch ein Viertel teilen, also muss ich mal 4 mal nehmen. Das ist 8 mal, daher kommt die 8. E hoch ein Viertel x bleibt ja. Minus, und jetzt Achtung, wir müssen durch 5 Viertel teilen, also mal 4 Fünftel nehmen. 4 Fünftel und jetzt schreiben wir wieder ab, weil sich ja an der E-Funktion selber nichts ändert. Klammer dicht, von 0 bis 1,69. Man könnte auch schreiben, diesen Ausdruck hier oben, ln 2 plus 1, aber warum? Das genügt eh für diese Genauigkeiten, genügt 1,69 Dicke. So, der Rest ist jetzt eigentlich bloß noch Tipp, Tipp, Tipp und dann müsste man was rauskriegen und das können wir mit dem Überschlag nochmal ausprobieren, ob das stimmt. Damit man beim Tippen nicht wahnsinnig wird, gucken wir mal, e hoch 0 ist 1, 8 mal, also kann ich das hier ersetzen. Ist eine 8. Hier muss ich darauf achten, das ist zwar e hoch 0, denkt man, nee, vorsichtig, e hoch minus 1. Ausrechnen mal 4 Fünftel nehmen, entsprechend abziehen. Aufpassen, dieses Minus gilt noch, ne? Also wenn hier irgendwas Negatives rauskommt, wird dann irgendwie ein Plus draus. Aufpassen und tippen, ist viel Arbeit, weiß ich. Aber dafür haben wir zum Glück den Taschenrechner in diesem Fall. Wenn wir einen Überschlag machen und mal gucken hier, die grüne Fläche, AÜ, Überschlag, ist rund, ganz rund. Gucken wir mal. Hier hat man gesagt, bis 1,7 ungefähr geht's. 1,7 mal 2, naja, 3,4 und davon die Hälfte, 1,7 vielleicht. Im Bereich von 2, weil wir hier unten noch die Wölbung haben, im Bereich von 2 wird es liegen. Ist rund 2 Flächeneinheiten, wird ungefähr rauskommen. Also was wir da rauskriegen, muss ungefähr so sein. Wenn man jetzt hier sich vielleicht tot tippt und versucht, alles auf eine Zeile zu ballern, das kann sehr schwierig werden. Vorschlag, wenn ihr zum Beispiel noch relativ übersichtlich 8 mal e hoch 1,69 Viertel ausrechnen könnt, dann würde ich das in Speicher tun. Dann einfach dicht machen, weiter im Speicher bleibt es ja drin, dann diesen blöden Ausdruck ausrechnen, schön mit Klammern. In den Minusspeicher tun. Dann 8 minus das schnappen und gucken, das wird höchstwahrscheinlich größer als 0 sein. Also muss ich das auch noch in den Minusspeicher tun, das Ergebnis der zweiten Klammer. Und dann kommt man einigermaßen hin. Ich hatte raus,
hoffentlich habe ich mich nicht vertippt, AS 2,26 Flächeneinheiten. Das würde zum Überschlag auch passen. Und deswegen, das werden wir dann noch ändern, das Ergebnis, falls wir noch was anderes rauskriegen. Die sind noch am Tippen. Nee, 2,06, ja, das lag an meiner Brille, die ich nicht auf hatte. Also 2,06 Flächeneinheiten. Nächstes Problem, unbegrenzte Flächen. Unbegrenzt habe ich in Anführungsstrichen geschrieben. Zum Beispiel, wie sieht der Graph aus? F von x ist e hoch minus x. Der hat einen komischen Verlauf. Bevor wir lange rätseln, e hoch x ist ja nett, aber e hoch minus x, das muss irgendwie verkehrt rumlaufen, dieses Ding. Was ist denn, wenn ich 0 einsetze, kriege ich wieder 1 raus. Ne? Also hier saust er durch und dann geht's los. Dann lassen wir mal unser Gräfchen sich von links kommt, der x-Achse annähern. X, y bleibt wieder das Übliche. Der läuft also verkehrt rum. Aber jetzt kommt das Verrückte an der ganzen Sache. Und zwar, wir wollen wieder die Fläche ermitteln. Und zwar von hier bis... Und jetzt wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und wir wissen ja, die x-Achse wird nicht berührt. Wie gehen wir damit um? Sagen wir mal, wir machen mal hier irgendwo einen Schnitt. Den nennen wir mal einfach unbegrenzt. U. Und U lassen wir später gegen unendlich gehen. Also gegen unendlich gehen. Später. Und wir fangen mal ganz normal an und schreiben A von U erstmal. A in Abhängigkeit von U ist Integral. Wir fangen bei 0 an und gehen erstmal bis U über e hoch minus x und dx. Das ist keine besondere Angelegenheit, rein rechnerisch. Wir müssen uns dann bloß nochmal klar werden, was passiert ist. Minus e hoch minus x, ne, von in den Grenzen von 0 bis u. U wie unbegrenzt in dem Fall, nicht wie untere Grenze. So, wenn ich das jetzt ausrechne, dann komme ich dann auf a von u. So, machen wir es ganz einfach. Wie gehen wir dabei, wenn ich hier eine 0 einsetze und u einsetze und so weiter? Wie machen wir das? So, jetzt haben wir erstmal die obere Grenze, die heißt u wie unendlich eingesetzt. Die Variable u. So, schwupp. Nichts Besonderes passiert. Und jetzt Minus und jetzt kommt die zweite Sache. Wie geht es hier weiter? Wir setzen eine 0 ein, hier oben. Dann ergibt sich Minus 1. Anders gesagt ist das nichts anderes als Minus e hoch Minus u plus 1. Nehmen wir die 1 nach vorne, das macht sie immer besser. Dann können wir das Minuszeichen nicht vergessen. Ne? Minus e hoch Minus u. Das war's. Mehr ist es nicht. Das hier. Das wäre schon die Fläche von U. Wir wissen jetzt nicht, oder wir sagen, U ist irgendwie ziemlich groß, aber wir wissen nicht, wie groß unendlich im Moment ist. Aber jetzt müssen wir noch was anderes machen. Wir müssen auf jeden Fall sagen, aber wie wird sich denn die ganze Geschichte entwickeln, wenn ich wirklich U gegen unendlich gehen lasse? Und da nimmt man dann den Grenzwert zur Hilfe und sagt dann einfach, die richtige Fläche, diese unbegrenzte Fläche, wo U gegen unendlich ist, ist nichts weiteres als der Limes von AU. Nichts weiter. Mit U gegen unendlich. Und das ist, wie schreiben wir das? Limes von diesem Ausdruck hier. Machen wir es mal. Limes mit U gegen unendlich von diesem Ausdruck. Von 1 minus e hoch minus u. Und das müssen wir uns jetzt angucken, was daraus wird. Und dann haben wir es. Wenn ich mir also diesen Wert hier rechts, hier, diesen, wenn ich mir diesen gesamten Kram hier, wenn ich mir den angucke und ich lasse u riesig werden, dann lässt sich schon am Schaubild ablesen, dieser Wert selber, der wird 0 werden. Naja, dann ist es nicht weiter schlimm. Dann sage ich, okay, wenn das hier 0 wird, dann heißt das nichts anderes als 1 minus 0. 1 minus 0 und das ist nun mal 1. Seltsam, ne? Könnte man kaum glauben. Die Fläche, die von hier bis ins Unendliche läuft, ist bloß eine Flächeneinheit groß. Das ist Wahnsinn. Kaum zu glauben. Aber ich glaube, man ahnt es hier. Wenn ich hier sage, ich habe hier schon ein ziemlich großes Stück, dann kann ich aber im ersten Bereich hier, in diesem ersten, machen wir hier, in diesem ersten Bereich hier, kann ich sagen, naja gut, okay, hier ist es vielleicht 2/3 von 1.
Jetzt noch ein kleines Stück dazu. Noch ein kleines Stück dazu. Und immer mehr füllt sich hier oben mein restliches Dreieck. Das hier oben. Da kann man sich ungefähr vorstellen, dass das wirklich doch bloß eine Flächeneinheit ist. Das dazu. Das ist nicht immer so. Es gibt auch andere Flächen, die haben eine ganz andere Asymptote. Da muss man dann noch irgendwas dazu addieren oder abziehen. Aber hier in diesem Fall ist das nur eins. Jetzt hatte ich eigentlich mir noch vorgenommen, dass wir noch ein zweites Beispiel ausrechnen. Aber Leute, guckt mal auf der Seite 293 müsste das sein. Da ist noch eine schöne Aufgabe. Da kann man sich einen Wolf rechnen. Hier bloß mal, als ich die gestern gerechnet habe, habe ich gleich einmal verschrieben und einen Wolf gerechnet. Da kommen raus 0,163 Flächeneinheiten bei dieser Aufgabe. Das ist Aufgabe A. Die eine heißt also eine Funktion 1 Viertel in Klammern e hoch x minus 1 und die andere heißt 2 minus e hoch x. Und da die entsprechende Skizze und Schnittpunkte. Ist spannend. Ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab und sage schon mal, in 5 Minuten ist Pause, schöne Pause dann.